Hi YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Channel. Heute geht's um die Wurst, denn mein Cutter hat mir gesagt, ich wäre ein Pick-me-Girl. Oh mein Gott, ich bin so klein und so süß und oh mein Gott, meine Hände sind so klein. Dieses Pick-me-Girl. Und um das zu widerlegen, machen wir heute einen unglaublich professionellen Persönlichkeitstest. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn jemand schreibt, ich bin eins, lösche ich es einfach. Ciao, viel Spaß. Ich habe mit Timon geschrieben. Wir schreiben so über Girl XY. Ich sag so, hä? Was magst du denn nicht an der? Er sagt, ja, die ist so pick me wie du, aber unsympathisch. Und ich war so, excuse me? Und dann wollte ich ihm erst so sagen, hä? Guckst du meine Streams nicht, du scheiß Opfer? Und dann ist mir aufgefallen, dass er meine Videos cuttet. Ich bin immer noch geschockt. Ich checke, dass das früher Leute über mich gesagt haben, okay? Aber heute sehe ich nicht mehr. Aber wir haben vor 2 Jahren... Ew, wer ist sie, Alter? Haben wir diesen Test gemacht, okay? Ich war kein Pick-me-Girl. Ich war kein Pick-me-Girl. Und ich bin mir sicher, dass ich immer noch kein Pick-me-Girl bin. Aber dieser Mann challenged alles. Dieser Mann challenged alles an mir, dass wir diesen Test erneut machen. Gucken wir, ob ich ein Pick-me-Girl bin. Aber erst ziehe ich mein Lippenstift nach. Weil ich brauche nicht so viel Make-up, Chat. Junge, wie überladen ist diese Seite mit Werbung. Oh mein Gott. Bist du dramatisch? Und jetzt möchte ich eure Einschätzung, weil ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen dramatisch. Okay, die meisten von euch haben Nein gesagt. Wir nehmen einfach Nein. Brauchst du viel Aufmerksamkeit? Chat, ich bin Streamerin. Es ist mir egal, ich bin sowieso immer am Mittelpunkt, ohne mich zu bemühen. Also ich hasse es eigentlich, im Mittelpunkt zu stehen, aber ich bin halt Streamerin. Mach Nummer 2. Grimm ist der Imposter hier. Verstellst du dich, um bei einem jungen Mädchen gut anzukommen? Und ich würde sagen, ich lasse euch den Punkt ein bisschen. Ein bisschen, weil ich glaube, das mache ich einfach immer. Hä? Lässt du andere im schlechten Licht stehen, um besser auszusehen? Ja, man kann alleine scheinen. Ich sterbe. Also ich würde damit gehen oder damit, weil ich mache eigentlich nichts. Also, ich mache das nicht, um gut dazustehen, aber ich rede manchmal schlecht über Leute. Aber das ist ja nicht die Frage. Hä? 4, den verdienst du dir. Ich küsse dein Herz. Sagen dir andere, dass du Pick-me bist. Das Ding ist, bisher haben das Timon gesagt und eine Freundin, mit der ich nicht mehr befreundet bin. Und Dani. Und Scully aus Spaß. Ja, komm, wir gehen mit Freunden aus Spaß. Was denkst du über dich selbst, so ein Pick-me? Was für nein, nein, vielleicht ja. Warum ist ja zweimal nein? Nein. Sagst du oft Leuten bei Neckereien oder sonstigem, sie sollen aufhören, obwohl du es genießt? Warte, lass mich kurz denken. Ja, I guess. Ja, komm, den nehme ich. Ja, Chat, ich sag ehrlich. Ich sag, also, wer macht es denn nicht, ist die perfekte Antwort. Wir machen die. Ich sag ehrlich, manchmal sage ich das so und manchmal sage ich aber auch aus Spaß sowas wie, oh mein Gott, stop! Checkt ihr? Hä? 3 oder 4, Chat? Schnell, 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 schnell. Okay, wir machen 4. Du willst, dass jeder dich bemitleidet? Manchmal. Wenn es mir schlecht geht, schon, ja. Manchmal will ich auch ein bisschen Mitleid haben, Chat. Nein, ich bin nicht armselig. Ich werde so doll ein Pick-me-Girl in diesem Test sein. Manchmal will ich auch einfach mal ein kurzes, du arme Maus. Alles wird gut. Du arme Maus. Check dir, wenn du was Cooles erlebst, prahlst du vor jedem damit? Ja, safe. Ja, ich erzähle es euch. Nun die letzte Frage. Würdest du dieselbe Person sein, wenn du keine Dramen hättest in deinem Leben? Verstehe die Frage nicht. Was soll das denn an mir als Person ändern? Ja, dann sage ich einfach, nein, ich lebe eh nicht im Drama, I guess. Wenn Scheiße bei dir passiert, nee, dann machen wir den. Okay, Chat. Erste Auswertung. Ich sip nochmal. Ja. Was? Ich bin wirklich nicht. Was, Timon? Was? Es ist auch richtig so, denn du hast wahre und innige Freundschaften. Auf andere wirkst du neutral, aber auch leicht introvertiert. Arschloch. Vielleicht will ich doch ein Pick-me-Girl sein.
Okay, Speedrun-Chat, Speedrun. Lachst du über jeden Witz, auch wenn du ihn nicht lustig findest? Auf jeden Fall. Sind wir ehrlich, auf jeden Fall. Daneben ist Bluebricks-Werbung? Ja. Oh, da war, Entschuldigung. Stehst du gerne im Mittelpunkt? Nicht wirklich. Wie groß bist du? Kleiner als die meisten. Mega klein. Ich bin so winzig. So winzig, guck. So winzig bin ich. Ich schwanke zwischen normal und relativ groß, weil 1,73 ist, glaube ich, schon above average, oder? Der Average liegt bei 1,65,8. Wenn ihr sagt normal, sage ich normal. Schreibst du oft Stars an, selbst wenn du weißt, dass sie dir nicht zurückschreiben würden? Ja. Warte, was ist ein Star-Chat? Chill. Was ist ein Star? Weil ich habe schon mal auf Stories von, keine Ahnung, Kyla geantwortet, weil die krank gut aussah oder so. Aber ich habe nicht geschrieben, hallo, lass uns beste Freunde sein. Also, I guess ich mache das, weil ich erhoffe mir nichts davon. Wie wichtig sind dir Komplimente? Ich freue mich über Komplimente, aber ich bekomme lieber weniger, aber dafür ernst gemeinte und berührende Komplimente und gebe auch welche zurück. Starke Antwort. Hey, safe die erste. Lädst du TikToks hoch, bekommst aber keine Likes. Hey, das ist jetzt ein... Der ist persönlich, Chat. Ja, I guess, irgendwann komme ich schon groß raus, Chat. Machst du den ersten Schritt beim Küssen, Kuscheln oder beim auf Date einladen? Ja, manchmal, I guess. Wie gehst du mit Kritik um? Ich nehme diese zur Kenntnis. Ich kritisiere zurück, das hat mir nicht gefallen. Ich mache immer alles richtig, verstehe die Kritik nicht. Ich denke darüber nach und versuche mich zu bessern. Boah, irgendwas zwischen hier und hier. Ich bin wirklich nicht ganz so krass kritikfähig. I guess. Bist du gerne umgeben von Jungs? Oh mein Gott. Ich mag beides. Aber am liebsten mit dir alleine. Musst du mit allem immer die Extremste sein? Auf gar keinen Fall. Es ist cool, die Beste zu sein, aber ich muss es nicht immer sein. Nicht immer, aber schon oft. I guess das hier. Auswertung, Chat. Kein Pick-Me-Girl. Again. Ich habe dasselbe Ergebnis wie letztes Mal. Nimm das. Take den, Timon. Take ihn. Lutsch. Letzter. Dann gehe ich mal Wasser auffüllen und wir talken noch über den Rest. Do you hang out with more girls than guys? Nein. Do you believe in the motto look good, feel good? Yes, sir. Do you judge someone for wearing makeup when going to the beach? Auf gar keinen Fall. No. Do you like to flex that you drink beer? Ich hasse Bier. Do you usually dress solely? Was ist denn solely? Solely? Was ist das? Entschuldigung, Chat, ich brauche einmal bitte ganz kurz die deutsche Übersetzung für solely. Solely, einzig und allein. Ah, checke, lediglich. Dankeschön. Hat sie gerade Bitch gesagt? Kein Englisch. Nee. Do you make it known you don't wear makeup? Ach so, ob ich das erwähne, wenn ich kein Make-up trage? I guess ich mach mal ja. Would you describe yourself as drama-free? No. Do you find yourself wearing at least one item of jewelry usually? Ja. Do you enjoy going to brunch with your friends to catch up? Nein. Would you call someone out for being high... Was heißt high maintenance? Was ist Maintenance nochmal für ein Wort? Maintenance. Pflege? Outcallen heißt immer bloßstellen, eben dann einfach nein. Ich stelle niemanden bloß. Außer es ist ein Hurensohn. Wuhu! Ja, guck, bin Girls Girl. So, Timon. Ich outcalle dich. Du bist Doppel-D. Doppel-D hast du in deinem Namen, aber nicht in der Code. Alles, was ich sehe, ich will dich nur immer fragen, ob du Bock hast, du merkst, du gehst.